Das fängt ja erst wirklich ab Preisern von Einfamilienhäusern an teilweise, diese Komplikationen. Auch wieder mit eigener Geschichte und nicht irgendwas kopiert und irgendwas versucht zu sein, was es nicht ist. Hey Freunde, ich bin's Benedikt. Und ich bin's Johannes. Wir sind vom Juwelieraltär und wir sprechen mit euch in diesem Video wieder über preiswerte Alternativen zu legendären Uhren aus der Uhrenwelt. Wir haben das erste Video schon abgedreht. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das jetzt gerne hier. Bleibt aber unbedingt bis zum Ende des Videos dabei. Ich verlinke es euch dann nochmal. Und dann starten wir los. Eine Uhr, die du uns mitgebracht hast, ist die Alternative zu einer Uhr, die discontinued wurde von Rolex in 2020. Es handelt sich dabei um die Rolex Submariner, und zwar die Hulk-Variante, die mit dem LV, Lunette Verde am Ende. Kostet mittlerweile auf dem Graumarkt oder beziehungsweise auf dem Gebrauchtmarkt, glaube ich, knapp 20.000 Euro oder sowas. Damals für 7.000, 8.000 Euro Liste. Auf jeden Fall hat die einen guten Sprung hingelegt. Schwer zu kriegen und vor allem, wenn man das nötige Kleingeld dafür hat. Was wären denn Alternativen für einen robusten, starken Diver mit einem grünen Blatt, einer grünen Lünette? Was würdest du uns da empfehlen? Ganz klassisch aus dem Hause Oris. Die Aquis in grün, das ist jetzt hier die 43,5er. Lässt sich sogar auch mit einem guten, kleinen Handgelenk sehr gut tragen. Mhm. Mir steht die trotz der großen, des großen Durchmessers sehr gut. Wir haben hier auch ein grünes Sonnenschliffblatt, wir haben eine grüne Keramiklinette, es ist durch und durch ein moderner Diver, gibt es in allen Größen, in vielen Farben, gibt es jetzt auch mit Manufakturkaliber, dem Kaliber 400. Wir haben ein Datum, wir haben allerdings keine Datumslupe, das heißt der ein oder andere Rolex-Fanboy wird da vielleicht doch Nein sagen oder vielleicht ja, weil ihn die Lupe stört. Zudem das Datum auf 6 Uhr, genau, mir persönlich das Datum gefällt auf 6 Uhr. Das besser. Ja, klar, das sieht man auch in deiner Kollektion, dass dir das besser gefällt. Immer. Wir haben hier ein integriertes Band, das heißt, wir haben da auch wieder einen Sprung in die Moderne. Wir haben hier das sehr rustikal gehalten mit diesen Schrauben. Die Lünetten-Action ist wirklich so satt, das ist, die steht der Rolex wirklich in nichts nach. Das Ganze gibt es zu einem Preis, jetzt hier mit dem Silita-Werk, für unter 2.000 Euro. Mhm. 1.950 meine ich die 43er. Kostet mit Manufakturkaliber ein bisschen mehr, aber ist da auch ihr Geld vollkommen wert. Ich glaube 3.000. Genau, um die 3.000. Hochmoderne Materialien verbaut, Saphirglas, ein gewölbtes. Also das ist wirklich eine Uhr, die sich sehen lassen kann. Und wie ich finde, dezent gewähltes Grün. Es ist nicht so knallig, es ist nicht direkt in your face, sondern es ist wirklich entspannt. Mit dem Sonnenschliff sieht gut aus. Also gute Wahl, guter Start in unsere kleine Auswahl. Weiter machen wir mit einer Uhr aus der Fliegerwelt. Die meisten denken bei Flieger wahrscheinlich sofort an IWC, International Watch Company aus Schaffhausen. Du hast eine Alternative für die Pilot's Watch Spitfire mitgebracht, was auch eine deiner Favoriten ist. Genau. Deswegen hast du dir das nicht nehmen lassen. Was ist deine Alternative hier, die preiswerte Alternative zur Pilot's Watch? Meine preiswerte Alternative zur IWC ist hier die Hamilton Khaki Field Mechanical. Handaufzugswerk. Wir haben hier auch wieder eine ganz eigenständige Geschichte. Das heißt, die versucht nicht was zu sein, was sie nicht ist, sondern ist halt einfach ähnlich vom Design, weil es eine ähnliche Geschichte hat. Hamilton auch früher Uhren fürs Militär gebaut, besonders im Zweiten Weltkrieg für die Amerikaner viel. Ist auch ursprünglich eine amerikanische Firma, ja. Jetzt bei der Swatch Group in der Schweiz. Wir haben hier 80 Stunden Gangreserve. Das heißt, trotz Handaufzug, man muss nicht jeden Tag kurbeln. Wir haben hier ein super schönes NATO-Band, was hier so Lederelemente verbaut hat. Wir haben eine Edelstahlschließe, wir haben ein komplett satiniertes Gehäuse. Das heißt, das ist wirklich eine Uhr für jeden Anlass, der draußen dreckig, genau da fühlt die Uhr sich wohl, genau da muss sie hin. Dafür wurde sie gebaut. Genau. Wir haben jetzt hier die große 42er. Mhm. Die hat nochmal ein bisschen mehr Armpräsenz, finde ich ein bisschen schöner, ist ein bisschen mehr in die Moderne geholt. Gibt es aber auch in kleineren Größen, ja. Für jeden was dabei. Wo liegen wir da preislich? Preislich sind wir hier bei 570 Euro. Das heißt knapp ein Zehntel von der IWC, vom großen Vorbild, möchte ich fast sagen. Wir haben hier auch ähnlich wie bei der IWC gemischt weiße Indizes, weiße Ziffern auf dem Ziffernblatt und Fautina gemischt. Das gibt dem Ganzen einfach nochmal so ein Spiel, macht das Ziffernblatt abwechslungsreicher. Cool, cool. Gute Wahl.
Wir kommen aus dem Wasser, wir gehen an Land und wir kommen wieder zurück ins Wasser. Eine Alternative, die du vor allem, ich sag mal, designtechnisch identifiziert hast, von der Neuvorstellung der Omega Seamaster 300. Die gibt es ja jetzt in einem blauen Design, gemischt mit den Indizes. Ist jetzt zwar kein Sandwich-Style wie bei der Seamaster 300, aber was hast du da als Alternative mitgebracht? Ich habe hier eine neue Seiko aus der 60s-Style-Kollektion. Mhm. Die ganze Kollektion inspiriert sich an dem ersten Chronographen von Seiko aus den 60er Jahren. Aber hier haben wir keinen Chronographen, sondern einfach einen Dreizeiger, eine Dresswatch aus der Pressage-Haus, aber sehr sportlich gehalten. Wir haben hier eine Lünette, die allerdings nur eine Timing-Lünette ist. Also die ist nicht drehbar, ist aber von 60 über 10er Stufen durchgetaktet bis 50 wieder. Und wir haben hier ein Datum, applizierte Zeiger, das Blau. Wir haben hier ein gefölbtes Glas, das ist ein Hardlex-Glas, allerdings kein Saphirglas. Trotzdem durch dieses extra Coating von Seiko ist das nochmal härter als so ein normales Plexiglas. Wir haben hier allerdings nur keine richtige Taucheruhr. Wir haben hier 50 Meter Wasserdichtigkeit leider nur, reicht für den Alltag komplett aus. Darum ist das auch wirklich eine Alternative für die Leute, die den Look mögen von so einer Vintage-Uhr, blau, bisschen was Dressigeres, aber trotzdem sportlich, sehr schönes Ziffernblatt, dieses blaue Sonnenschliffblatt, aber halt keine wirkliche Taucher. Wir haben auch, wie gesagt, keine Taucherlünette, sondern nur so eine Timinglünette. Wir haben hier das 4R35 von Seiko verbaut. Schön verziert, ne, wenn man den umdreht, ein goldener Rotor. Genau, wir haben einen goldenen Rotor drin, und das bei der Preisklasse von ungefähr 550 Euro. Boah. Das macht Seiko herausragend, von vorne bis hinten, alles in-house, also vielleicht doch nicht so weit weg von der Omega. Ja. Tipptopp, genau. Gute Wahl, guter Preis, so soll es sein. Weiter geht's mit einer Uhr, den Vergleich, den kennen viele, wir haben ihn auf jeden Fall mitgebracht, weil wir die Uhr mögen. Wir mögen auch die Audemars Piguet Royal Oak, ist eine super schicke Uhr mit knapp über 21.000 Euro. Dennoch, wenn man sie denn kriegt, immer noch ein bisschen steil im Preispunkt. Wer aber auf dieses industriell gestylte, dieses Design mit integriertem Armband und diesem schicken Ziffernblatt-Look steht, der kommt an welcher Uhr nicht vorbei? An der Maurice Lacroix Icon, hier in der 42er Variante. Mit dem blauen Clos de Paris Ziffernblatt, klar, die Inspiration vor allen Dingen beim Armband ist nicht zu verkennen. Da ist schon ein bisschen Royal Oak DNA drin. Allerdings ist das trotzdem eine Entwicklung eigenständig von Maurice Lacroix, aus der Calypso damals, aus den 90er Jahren hervorgegangen. Einfach nochmal ein bisschen sportlicher, ein bisschen mehr wieder auch in die Moderne geholt. Wir haben hier ein Selita-Werk drin, das heißt wirklich auch Schweizer Uhrmacherkunst drin. Wir haben diese klassische industriellen Look. Das ist also die optimale Uhr für jemanden, der den Look möchte von einer sportlichen Stahluhr. Integriertes Band, schönes Ziffernblatt, trotzdem zu jedem Anlass tragbar, aber wofür man kein Auto kaufen kann. Gibt es auch in verschiedenen Größen? Gibt es in verschiedenen Größen, gibt es in verschiedenen farbigen Ziffernblättern, gibt es auch mit anderen Komplikationen als Chronograph. Da bleiben keine Wünsche offen. Die liegt aber preislich wo? Diese hier liegt jetzt preislich bei 1600, 1700 ungefähr. Okay, ja, also Wahnsinnsuhr. Wenn man die Uhr schon mal in der Hand gehabt hat, die ist einfach von der Verarbeitung her tipptopp. Das fühlt sich klasse an, kann ich wirklich nur empfehlen. Und auch der Gehäuseboden lässt den Einblick auf das schön verzierte Selita-Werk gewähren. Jetzt haben wir hier schon viele Varianten gesehen. Tolle, preiswerte Alternativen. Die letzte Alternative, da wird es wieder ein bisschen was dressiger. Wir haben hier eine, ich sag mal, eine Inspiration von A. Lange und Söhne. Wie könnte es anders sein? Auch aus Glashütte. Uhrmacherkunst, feinste Uhrmacherkunst deutscher Art aus der Kollektion 815. Da bietet Lange und Söhne absolut tolle Uhren mit tollen Komplikationen. Auch noch für einen stolzen Preis, absolut. Aber was wir hier dabei haben, kommt von Union. Was hast du hier dabei? Genau, das ist eine Union Johannes Dürstein, der Gründer-Edition. Wir haben hier eine Mondphase, einen Pointer-Date, ein Zeigerdatum. Wir haben einen Vollkalender. Das ist also eine Uhr, die wirklich hohe Komplikationen hat.
Das Design von Union ist ja relativ zeitgenössisch bei den meisten Uhren, aber in dieser Johannes Dürstein-Kollektion inspirieren die sich an den klassischen Glashütter-Uhrmacherkunst, so wie es halt lange zum Beispiel heute noch macht. Die machen ja eher weniger moderne Uhren. Und wir haben hier ein Handaufzugswerk mit einer klassischen Glashütter Dreiviertelplatine, wunderschön verziert mit diesen Glashütter-Streifen. Wir haben das sehr schlicht, sehr schnörkellos, eben typisch deutsch, typisch Glashütte. Gebläute Zeiger, eine Mondphase. Das ist wirklich als klassisches Dresspiece nicht zu unterschätzen und auch wirklich eine Komplikation, die es nicht ohne gibt und die man in der Preiskategorie für knapp 2.800 Euro bei anderen Herstellern, wie zum Beispiel lange vergeblich sucht. Das fängt ja erst wirklich ab Preisern von Einfamilienhäusern an teilweise, diese Komplikationen. Und da haben wir hier einfach aus dem Hause Union Glashütte was ganz Feines. Ja. Und auch wieder mit eigener Geschichte und nicht irgendwas kopiert und irgendwas versucht zu sein, was es nicht ist. Absolut, du sprichst gerade die Geschichte an. Johannes Dürstein hat seinerzeit erst mit einer Uhrengroßhandlung angefangen, also hat erst Uhren verkauft und hatte dann auch exklusive Vertriebsrechte von A. Lange & Söhne. Also die Verbindung ist da schon sehr, sehr stark. Lange hat er damals 1845 in Glashütte die Uhrmacherkunst zum Leben erweckt und hat dann auch diese Design-Features gewissermaßen definiert, die dann auch Union natürlich später verbaut hat. Vieles von Union wird auch in Glashütte tatsächlich gemacht. Die Fertigung der Uhrwerke, die werden da zusammengebaut, gefinisht. Diese Dreiviertelplatinen und so, wie du gesagt hast, gebläute Schrauben. Richtig. Hammer. Und das zu dem Preispunkt, wir haben schon öfter darüber gesprochen, immer, also nie fehl am Platz, absolut genial. Gute Arbeit da von Union. Gute Wahl. Gibt es auch diese Modelle der Johannes Dürstein-Kollektion auch mit anderen Komplikationen, Chronograph und alles sehr klassisch, sehr Glashütte halt. Absolut diverse Auswahl, die du mitgebracht hast. Vielen lieben Dank von den Tauchern, den Fliegern, den Sportstarmodellen, den Dressern. Wenn ihr das andere Video nicht gesehen habt, dann verlinken wir euch das jetzt sehr, sehr gerne. Danke fürs Einschalten. Schreibt rein, was euer Favorit war, unten in den Kommentaren. Lasst uns gerne ein Abo hier, wenn es euch gefallen hat. Ein Like, da freut der Johannes sich auf jeden Fall auf drüber. Auf jeden Fall, ja. Und dann seht ihr den Kerl auf jeden Fall demnächst häufiger hier auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke dir. Nichts zu danken. Tschüss. Ciao. Gut gemacht.